Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen mal wieder auf dem Kanal zu einem weiteren Modern Warfare Video und heute wieder mal mit einer Waffe, die wirklich mit Abstand einer der stärksten Waffen im Modern Warfare Multiplayer ist und im Modern Warfare Warzone Modus auch ein absolutes Beast ist, wirklich mit Abstand einer der besten Waffen. Und zwar geht es um die Grau 5,56 und bevor es losgeht, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, lasst gerne ein kostenloses Abo da, um keine Klassen-Setup-Videos in Modern Warfare zu verpassen, allgemein COD-Videos zu verpassen. Wir stehen jetzt kurz vor den 2700 Abonnenten, also wirklich vielen Dank für den heftigen Support. Die Grau ist auf jeden Fall eine Waffe, die wir im Season 2 Battle Pass freischalten können und wirklich eine der stärksten Waffen aktuell in Warzone. Die meisten Leute halten die M4 ja für die stärkste Waffe in Warzone, allerdings die Grau kann auf jeden Fall mithalten. Ich würde sagen, wir jumpen einfach mal direkt ins Game. Wir versuchen ein bisschen was live zu spielen, wenn das nicht funktioniert, dann werde ich natürlich im Nachhinein noch ein bisschen Gameplay laufen lassen. Ich habe einige Wins geholt, einige gute Aktionen geholt. Ich würde sagen, wir sehen uns in der Runde. Let's go. Am letzten Dienstag ist ja mit dem Playlist-Update noch ein neuer Modus rausgekommen. Was macht denn der hier? Und zwar ist das der Sniper-Shotgun-Modus, der eigentlich ein extrem nicer Modus ist. Allerdings glaube ich nicht, dass er irgendwie langfristig für großartige Abwechslung sorgt. Man ist quasi so ein bisschen gezwungen, vor allem wenn man außerhalb der Zone ist, dass man wirklich oft in Bewegung bleibt. Weil die Zone, wenn sie wirklich erstmal gekommen ist, konstant in Bewegung bleibt. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Modus fandet. Also viele Leute haben sich beschwert, dass der Modus jetzt nicht unbedingt so nice ist. Natürlich sind auch die Waffen, die man dort findet, nicht unbedingt das Gelbe vom Eis. Sind einfach nur alles Standardwaffen, die man so auch schon im Modus finden konnte. Das Konzept von dem Modus ist wirklich gut gelungen. Ich glaube, wenn man das quasi auch mit MPs macht, only MPs oder only Sturmgewehre, dann könnte dieser Modus auch mit anderen Waffen wirklich sehr, sehr viel Spaß machen, bin ich mir sicher. Zusätzlich dazu kam ja noch ein kleiner Trailer über so ein kleines Live-Event, was eventuell kommen würde in Modern Warfare raus. So, wir haben jetzt unsere eigene Grauklasse geholt aus dem Loadout und ihr seht einfach hier dieses Kimme und Korn ist einfach so präzise, weil es einfach nur dieser minimale Strich ist. Man hat dadurch wirklich so eine extrem gute Präzision, beziehungsweise wenn man jetzt nicht direkt komplett durchsprayt, hat man auch wirklich gutes Aim damit. Ich will das Ganze ja nicht so aufbauen, dass ich irgendwie nur 0815-mäßig kurzen Klassen-Setup-Videos zeige, sondern euch einfach nebenbei noch ein bisschen zu unterhalten, beziehungsweise einfach noch Themen anzusprechen, die jetzt aktuell in Call of Duty sind. Ah, es ist wirklich ein absoluter Laser. Ihr habt gesehen, durch dieses minimale Kimme und Korn, dieses Mini-Visier, hat man einfach so gute Möglichkeiten, den Gegner auf Distanz zu holen. Man hat so gute Präzision, wenn man das so ein bisschen dosieren kann. Komm, gönn. Oh Mann. Ich liebe es einfach. Komm, gönn. Jetzt! Nope. Okay. Ah! Let's go. Es gibt eine Sache, die schon vor Call of Duty bestätigt wurde, die Ende des Monats kommt, beziehungsweise in der Mitte von Season 3. Und zwar ist das eine neue Meistertarnung. Das heißt quasi für die Leute, die jetzt Damaskus schon haben, gibt es quasi bald eine neue Tarnung, beziehungsweise ich glaube, die Tarnung wird einfach für jeden freispielbar sein. Das Coole an der Tarnung wird sein, dass man quasi nur eine Waffe auf Gold haben muss und dann für diese Waffe diese Meistertarnung direkt freischalten kann. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, braucht man einfach nur eine Goldtarnung für eine Waffe und dann kann man theoretisch seine Lieblingswaffe, wie zum Beispiel die M4 oder die MP7 oder sonst was, einfach dann auf die Meistertarnung hochspielen. Finde ich sehr, sehr nice. Denn ich kann 100% nachvollziehen, wenn man in Modern Warfare keine Lust auf den Damaskus-Grind hat. Denn die Raketenwerfer, Pistolen und das Einsatzschild sind schon extrem schwierige Aufgaben und auch allgemein die Aufgaben dauern schon sehr, sehr lange und man muss wirklich extrem dafür grinden. Ich bin natürlich extrem hyped auf die Tarnung, bin sehr gespannt, wie sie aussehen wird. Ich werde versuchen natürlich jetzt so schnell wie möglich im Endeffekt Damaskus freizuschalten. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr auf die Damaskus-Tarnung gegrindet habt, beziehungsweise ob ihr hyped seid auf die neue Master-Tarnung, die jetzt vermutlich Ende des Monats kommen wird. Ich habe dieses Spray hier, was genauso aussieht wie ein Gegner. Ich werde jetzt einfach versuchen, den Gegner ein bisschen damit auszutricksen. Ich hoffe, er fällt drauf rein. Es hat einfach schon funktioniert. Es hat funktioniert. Der könnte passen. Schade. Oh, er ist oben. RIP. Ja, ja, die Leute. So, bevor es jetzt weitergeht, zeige ich erstmal das Grauklassen-Setup, was ich aktuell spiele, was wirklich sehr, sehr OP ist. Also ihr habt gesehen, wie präzise diese Waffe sein kann, wie stark diese Waffe ist und es ist wirklich ein absolutes Monster, also teilweise echt schon unfair gegenüber anderen Waffen. Auf jeden Fall nehmt ihr hier bei den Aufsätzen bei der Mündung den Monolith-Schalldämpfer, was eigentlich gefühlt bei den meisten Klassen der Fall ist, denn der Monolith-Schalldämpfer sorgt dafür, dass ihr nicht auf der Minimap angezeigt werdet und dass noch die Reichweite noch ein bisschen erhöht wird. Das ist natürlich auch nochmal sehr, sehr stark für den Schalldämpfer. Dann beim Lauf nehmt ihr den Tempus 26,4 Zoll Archangel-Lauf, das ist quasi der zweite, den ihr freischalten könnt, für die effektive Reichweite, die Kugelgeschwindigkeit und die Rückschusskontrolle.
Kontrolle. Und das ist, glaube ich, auch der einzige Schaft, der quasi dieses schmale Kim und Korn hat, dass man da wirklich auch gut präzise mit dem Lauf ist. In meinen Augen ist das Ganze sogar noch ein bisschen besser als ein Notpunktvisier, da es quasi nochmal ein Stückchen schmaler ist. Dann beim Laser, beim Visier und beim Schaft nehmt ihr nichts. Dann beim Unterlauf nehmt ihr den Ranger-Vordergriff für die Rückstoßkontrolle und die Zielstabilität. Natürlich könnt ihr auch ein bisschen durchwechseln und vielleicht mal den Schützen-Vordergriff testen. Oder zum Beispiel auch den Kronen-Shark-Unterlauf, den Söldner-Vordergriff. Da müsst ihr einfach ein bisschen durchtesten. Also ich bin persönlich mit dem Ranger-Vordergriff eigentlich am besten klargekommen. Wie gesagt, testet das einfach mal ein bisschen. Dann bei der Munition das 60-Schuss-Magazin. Wie gesagt, in Warzone ist es eigentlich besser. Umso mehr Kugeln man hat, umso besser ist es. Allerdings könnt ihr auch theoretisch runtergehen auf das 50-Schuss-Magazin. Da ist die Waffe noch ein bisschen mobiler und ihr könnt vielleicht ein bisschen euch schneller bewegen. Aber durch das 60-Schuss-Magazin habt ihr schon einige Vorteile gegen andere Gegner. Und als letztes bei den Griffen haben wir den XRK Void 2 Griff. Das ist nochmal gut für die ZV-Geschwindigkeit und das Sprinten zum Feuertempo. Hier kann man theoretisch auch noch die anderen beiden Griffe testen. Allerdings bin ich der Meinung, dass die ZV-Geschwindigkeit mindestens bei einem Aufsatz ein bisschen höher gepusht werden sollte. Allgemein zu der Grau muss ich sagen, sie ist eine Waffe, die wirklich auf mittlere Distanz und auf hohe Distanz sehr, sehr stark ist. Auch im Nahkampf kann sie sehr, sehr gut sein. Allerdings würde ich euch da empfehlen, für den Nahkampf einfach noch als Zweitwaffe eine MP zu nehmen. Wie zum Beispiel eine MP7, die wirklich extrem stark in Warzone ist. Das MP7-Klassen-Setup könnt ihr natürlich auch abchecken, wird natürlich hier oben eingeblendet sein. Testet das Klassen-Setup gerne, schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare und falls ihr irgendwie noch andere Aufsätze habt, die wirklich sehr, sehr stark sind, schreibt sie auch gerne unten in die Kommentare. Also ich bin der Meinung, dass das wirklich ein absolutes Biest ist und ich will sagen, wir zocken jetzt noch ein bisschen weiter, sehen uns wieder in der Runde. Let's go! So, ich habe mir eine neue Taktik überlegt, wie ich easy Kills bekomme, beziehungsweise auch teilweise gratis Kills. Letztes Mal, als ich das probiert habe, ist das jetzt nicht so gut gelaufen. Ja, das ist ein easy Kill. Ich muss rein. Hallo? Hallo! Wir wollen auf jeden Fall bis zum Ende der Zone mitfliegen und gucken dann, ob ein oder zwei Leute AFK sind, die wir dann easy wegsnacken können. Ist zwar jetzt eigentlich nicht so sinnvoll, weil hier am Ende der Zone nichts ist, wo wir danach looten können. Aber die Free Kills müssen wir natürlich mitnehmen. Es sind noch 7 Leute am Start. 6, 5. So viele. Okay, ich muss mich jetzt einfach nur nach unten fallen lassen und hoffen, dass ich nicht der Einzige bin. Nein! Nein! Okay, der ist nicht AFK. Sie sind alle nicht AFK, sie machen alle dasselbe. Oh nein, ich muss runter. Hallo! Free Kills sehen irgendwie anders aus. So, nächster Versuch. Also ich werde hier nicht aufhören, bevor ich nicht einen Free Kill bekommen habe. Es wird wieder 100% mindestens einer auf die Kills hier geiern. Und mal gucken, wann sie kommen. Da ist schon der erste. Er will ihn direkt snacken. Okay, da oben ist der andere. Er snackt ihn einfach. Ich habe in den letzten Videos immer im Verlauf des Videos einen Hashtag eingebaut, den ihr dann in die Kommentare geschrieben habt. Also erstmal vielen Dank, dass so viele Leute mitgemacht haben. Ich würde sagen, wir machen in diesem Video einfach Hashtag Freekill, weil ich jetzt einfach die ganze Zeit versuchen werde, mindestens einen Freekill zu bekommen. Gerade wurde der Kill mir ja leider gesnackt, aber ich werde nicht aufgeben. Wie gesagt, Hashtag Freekill in die Kommentare, also so kann man sich auch seine Kills ersneaken und wir werden es weiter versuchen. So. Nein. Nein. Sie sind alle nicht AFK, was? Komm. Er ist einfach wegen Inaktivität rausgeworfen worden. Okay, da ist noch einer, der sneakt. Wir haben 3 Free Kills bekommen. Hätten sogar noch mehr sein können, hätte ich ein bisschen Glück gehabt. Beste Taktik. Digga, 6 Kills. Die Hälfte der Kills habe ich einfach free bekommen. Ist er hier oben drauf? Wir gucken einfach, ob wir ihn bekommen können, wenn er wirklich hier oben ist. Da ist er. Sieht er mich? Wir machen jetzt diesen anderen Sneaky Move. Na, er wirft C4. Mach das nicht. Ich glaube, jetzt wird er nervös langsam. Digga, scheiß drauf. Entweder du jumpst runter oder du bleibst da oben. Mir egal. Okay. So, das wäre es jetzt vom Live-Gameplay. Ist jetzt eher ein bisschen auf lustig angelehnt gewesen, anstatt wirklich auf die Grau. Aber dafür gibt es jetzt ein Gameplay mit der Grau, was wirklich sehr, sehr nice geworden ist. Wir haben den Win geholt. Sehr, sehr unterhaltsames Gameplay. Ich hoffe, es gefällt euch. Wie gesagt, lasst eine Bewertung da und jetzt viel Spaß mit der Runde. Einer noch unten. Ja. Oh.
Die wurde auch rechts, 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 Piraten. Das ist doch rechts hier. Rechts hier, links. Kein Kauf. Und von hier. So, das wär's von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu seid, abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen in Zukunft. Und Leute, das wär's von mir. Haut rein. Ciao, bis zum nächsten Mal. Peace.